Hallo Freunde, willkommen zurück auf der Elm Creek, in Elm Creek oder rund um Elm Creek. Ich sag mal in Elm Creek, ich denke mal, dass das Ganze hier so heißt. Ich will jetzt mal ausprobieren. Ich habe jetzt gesehen von mehreren, dass man Helfer arbeiten lassen kann. Ein Helfer, der fährt von A nach B. Das haben sie mir alle gezeigt. Inhalt wird gespeichert, das ist schön, das freut mich. Da wollte ich jetzt gar nicht hin. Ich wollte jetzt eigentlich dahin. Helfer einstellen. Ich kann Helfer einstellen. Wenn ich da jetzt einfach H mache, was macht er dann? Fährst du auch? Nee, macht er nicht. Also jetzt mal Motor. So, jetzt mal Helfer einstellen. Ja. Außerplanmäßig beendet. Irgendwie. Muss ich dann näher ran? Stopp. Jetzt hat er was gemacht. Ich muss aufs Feld, damit er sieht, was er machen soll oder wie. Problem ist, dass mein Menü da oben im Weg ist. Kann ich das da wegziehen? Nein, das ist nicht gut. Der hat jetzt irgendein. Durch ein Objekt. Warum kann der nicht? Ach, der hat da vorne ein Ding. Warum kannst du jetzt nicht fahren? Helfer, jetzt wird Helfer wieder entlassen, oder wie? Helfer entlassen. Da fahren wir ein Stück zurück. Der hat das Teil nicht dran gehabt. Ja, dann kann er auch keinen Helfer arbeiten lassen. Schauen wir mal, wie es jetzt macht. Er macht und er macht das auch recht flott. Also, hoffentlich sieht er das Ende. Also, wenn das funktioniert, wäre ja super. Okay. Ich glaube ihm das jetzt mal und ich habe es Enie. Enie. Enie ist gut. Ja? Ich möchte jetzt was verkaufen. Ich habe jetzt Weizen und verkaufen kann ich es an Feed and Grain South. Mehr gibt es aber Gold Crest Valley. Gold Crest Valley ist die Frage, wo Gold Crest Valley ist. Ja, ich kenne mich nicht. Man muss es wirklich sich alles erarbeiten. Steht leider nicht dran, wo wir hin müssen. Getreidemühle. Kann man die weiter wegschieben? Weil die Karte ist ja da größer. Sägewerk. Sägewerk. Viehhandel, Spinnerei, ah,
Und ich kann ihm nicht einfach sagen, fahr den zu der und der Adresse, das mag er nicht. Ölmühle. Goldcrest Valley, da haben wir es. Dafür muss ich aber jetzt an die Straße fahren. Hier muss die Menülautstärke da irgendwas rausmachen. Neue Abdeckung schließen. So, dann gehen wir jetzt mal dahin. Wir stehen jetzt da. Gehe jetzt mal auf den Helfer. Job erstellen. Liefern. Ja, liefern kann er ja eigentlich. Wiederholen braucht er nicht. Kann ich da aussuchen? Ja, das wäre jetzt besser, wenn das alphabetisch wäre. Ist das hoffentlich noch nicht durch, oder? Der ist doch schon durch. Wieso findet das dann nicht? Wenn ich ihm jetzt sage, Endstation. Lade brauche ich nicht. Zielort wählen. Job starten. Nein, Job nicht abbrechen. Nach Scheiße. Job starten. Fährt er jetzt? Der fährt. Das wäre ja Hammer. Ich springe mal eben in den anderen rein. Mal gucken, ob der seine Aufgabe erfüllt. Ziel setzen, Job erstellen. Ich will keinen Job erstellen. Ich will jetzt da einsteigen. In den da. Der ist dran. Der macht das wirklich. Kann ich es den anderen verfolgen hier eigentlich? Da. Da fährt der andere. Wir begleiten jetzt mal, ob das wirklich funktioniert. Das wäre der Hammer, wenn er wirklich funktioniert. Er fährt ein bisschen seltsam. Ich muss schon sagen, mir gefällt das und ob das jetzt ist, ist besser als RS19, aber wie weit, ehrlich gesagt. Ich finde es toll. Und das ist jetzt kein Autodrive. Der fährt jetzt hier so ungefähr, wie ich selber fahren würde. Ein bisschen früh abgebogen und du willst gar nicht da rein, oder? Ja, das ist schon irgendwie etwas seltsam, was du da machst. Ich mach's ein bisschen leiser. Die fahren ganz schön schnell, wenn ich das so sehe.
Und nicht, wer warten, ob wir da dürfen, der zieht einfach raus. Er ist jetzt abgebogen, gut. Ich weiß zwar nicht, was du da zusammenfährst. Hier ist auf der großen Karte, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Will ich überhaupt wissen? Ich weiß es gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Wo fahren wir? Feld 10. Da ist Feld 59. Da ist Feld 57. 72. Es ist schon etwas seltsam nummeriert hier alles. Wo ist denn Feld 10? Da oben ist Feld 10. Das kann ich. Wieso bist du da hingefahren? Johnson Farmers Market ist immer falsch. Du wolltest aber nicht zum Johnson. Er verkauft. Hat er mir gerade neu gemacht, hat dir vorherige Dinge rausgenommen. Aber er verkauft auf jeden Fall. Er macht das. Zwar nicht da, wo ich wollte. Aber das ist mein Fehler. Ich glaube, ich habe die Einstellung nicht richtig wiederholt. Aber es funktioniert. Dann ist man fährt er nicht zurück. Okay. Job erstellen. Er macht Johnson als erstes, da habe ich es nicht drauf geachtet vorhin. Wir machen jetzt liefern, fahren, wir machen freie Fahrt. Zielpunkt Heimat. Und dann soll er da mal fahren. Wer fährt, dann kann ich hier mal gucken, was der andere macht. Ich muss da rein. Kann ich jetzt da einsteigen? In Fahrzeug einsteigen. Er hat aufgehört. Warum auch immer. Aber das halbe Feld schon mal selber gemacht. Ich weiß nicht warum, aber er hat es gemacht. Warum nicht, wenn er nicht weitergemacht hat, aber. Also so schlecht ist das jetzt gar nicht, wie das in manchen Videos geschrieben wird. Ich versuche das jetzt nochmal. Wir müssen dadurch. Ich muss es ja lernen. Es muss ja schneller gehen. Job erstellen. Feldarbeit. Und Job starten. Er fängt es vorne wieder an. Ne? Er fängt die Daten, wo er fertig war. Ja, er hat es jetzt beendet, weil er da fertig ist. Jetzt die Frage, warum er da nicht weitergemacht hat. Das sieht er wahrscheinlich nicht, dass er noch muss. Er hätte jetzt einfach fertig machen müssen. Das sind so Arbeiten, die ich nie machen will. Dafür war der intelligente Helfer nicht schlecht, der das alles gemacht hat hier. Ist jetzt runtergefahren?
Ja, so, ja klar, das habe ich jetzt auch noch. Da war der Autodrive auch gut, dass der mir den Mauszeiger gezeigt hat, dann hat er nicht so schnell gedreht. Ich versuche es gar nicht. Wenn ich jetzt sage, ich soll einen Job erstellen, dann macht er wieder, fährt er wieder was halbe Feld drüber. Bleib auf dem Feld drauf. Also der reagiert für mich sehr schnell. So schnell, dass der 19er nicht reagiert, auch nicht so nachhaltig, denn es dauert etwas, bis der die Befehle übernimmt. So gesehen reagiert er eher langsamer. Also die Tastatur leichtes Antippen und fertig. Also das Gebäude steht etwas im Weg hier. Weiß ich nicht, kann man, glaube ich, kann man nicht verkaufen. Also, sag mal, ist nicht schlecht, der Helfer überhaupt, ist aber ausbaufähig. Also, da sind wir doch durch den Mods im LS 19 sehr verwöhnt. Also ich möchte auf jeden Fall den Autodrive wieder haben und ich möchte den intelligenten Helfer wieder haben. Sind die waren präziser. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass hier Giants mal ein bisschen nachjustiert. Wie gesagt, dass er am halben Feld aufhört, kann passieren, ist in Ordnung. Aber dann muss er da auch wieder anfangen, wo er aufgehört und nicht wieder am Anfang. Das kann nicht sein. Und da sagt er natürlich, ist fertig, klar. So, hier muss ich irgendwie die Steine aufsammeln nachher. Muss ich auch noch was für haben. Und dann habe ich das andere Feld dazu säen. Ich gucke, ob ich darf. Wir haben ja Seasons drin. So, das ist so klein, das kann man nicht zusammenklappen. Aber das kann ich jetzt mal hier abstellen. Er ist angekommen. Geil. Hat funktioniert. Ja, es ist, ich weiß, etwas eng. Wir versuchen das jetzt hier auch nochmal mit dem Helfer.
So, mal gucken, was wir haben. Wir dürfen Raps ansehen. Dann machen wir das doch. Und was immer der hier macht, also wirklich. Was da drin? Ich habe was da drin, ja. Entschuldige, musste gucken, ob ich Saatgut drin habe. Feldarbeit, genau. Und dann machen wir jetzt mal Job starten. Gut, funktioniert nicht. Wo willst du jetzt hin? Also, funktioniert. Das geht hier gar nicht. Der haut hier vom Feld ab. Funktioniert nicht. Ich brauche etwas. Nein. Meine Garage wollte ich wissen. Also, gebraucht waren Pakete, Objekte, Geräte, Fahrzeuge, Marken. Nein, Karal. Wo ist denn gekaufte gewesen? Gebrauchtverkauf. Gerätschaften. Sättechnik. Einmal das Gerät, okay. Zurück. Grober Schneidwerk. Ich brauche was, um die Steine aufzulesen. Gebrauchtes. Was haben wir da alles? Nichts, was ich brauche. Zuckerrohr, Scheibenegel, Kreiselegel, Eggen, Traubentechnik, Tiefenlockeres, Spatenmaschinen, Steinsammler. Mir reicht der Kleine hier erstmal. Kontostand kann ich nicht sehen. Den kann ich mir erstmal leihen, oder? Mieten. Mieten für 1000 machen wir das. Den mieten wir jetzt mal. Okay. Wir müssen den. Wo ist eigentlich der Shop? Einkaufszentrum. Fastfood. Kriege ich da meine Fahrzeuge oder wo kriege ich die? Schauen wir mal, dass wir da hinfahren. Hey Mann, hallo, der fährt ja wie besoffen. Ist noch nicht mein Lieblingstraktor. Das ist das Einkaufszentrum, aber doch nicht mein Fahrzeugshop, ne? Wo ist denn der Fahrzeugshop?
Job erstellen. Freie Fahrt? Geht nicht, weil der mir nicht sagt, wo er hin muss. Der muss doch da sein. Tankstelle. Der sagte mir nicht, wo er ist. Ich muss die andere Karte nehmen. Da ist er. Fahrzeughändler. Also, Job erstellen, freie Fahrt. Okay, lassen wir fahren. Also da will ich jetzt nicht zugucken. Nein, ich hab den da. Sag mal so, wir sind am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da, abonniert und seid mir nicht böse. Das ist für mich auch jetzt alles neu. Aber ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Bleibt gesund. Macht's gut. Bis dann.